Herzlich willkommen zurück. Gothic 2, die Nacht des Raben in der Nostalgic Edition 1.2. Ja, seit der siebten Folge habe ich die 1.2, also ein Update-Patch draufgezogen für die Nostalgic Edition und es gibt was Neues, wie zum Beispiel der neue Matt. Der redet jetzt genauso wie in Gothic 1. Ja, und ich bin immer noch auf der Suche nach einem Spiegel. Vielleicht treffen wir diesen besagten Menschen, damit ich auch zeigen kann, dass man hier nochmal die Körperstatur ändern kann, weil ich finde mich doch ein bisschen zu dick, wie im richtigen Leben. Und auf diesem Weg werden wir mal hier ein paar Fleischwanzen killen. Na. Okidoki. So, lecker Wanzenfleisch einsammeln. Oh, weia. Hier gibt es Ecken und Enden. Und, bin gespannt. Ah ja. Das ist der Weg, wo man so ins Stadtviertel, Hafenviertelchen kommt. Torben, okay. Gut, dann gehen wir hier mal wieder lang. Weil, wie schon gesagt, möchte ich ganz gerne mal mich so ein bisschen im Hafenviertel umsehen. Mal gucken, hier haben wir ein Schmiedchen zum Beispiel. Hier ist ein Wassereimer. Womit denn? Mir fehlt der Gegenstand. Ich kann natürlich noch nichts machen. Egal. Was führt dich in diese arme Gegend? Was suchst du hier? Ich sehe mich nur mal um. Aha. Dann lass dich besser nicht beim Umsehen erwischen. Scheint nämlich so, als hätten wir ein paar Diebe in der Stadt, die den reichen Leuten ihren Krempel klauen. Die Stadtwache hat letztens das ganze Hafenviertel auf den Kopf gestellt, aber sie haben nichts gefunden. Tja, Prospers Bogen muss ich auch noch finden. Was weißt du über die Diebe? Nichts. Aber alle Bürger haben Angst und sind misstrauisch geworden, ne? Vor allem Fremden gegenüber. Lass dich nicht in fremden Häusern erwischen, darauf ist keiner gut zu sprechen. Ja, vor Dieben muss man sich schützen. Am besten mit einem dicken Knüppel. Ja, und du hast aber ein Schwert angelegt. Kannst du mir was beibringen? Ach, ich schmiede hier ein paar Beschläge und Nägel und repariere Eisenteile. Aber vom Schmieden von Waffen verstehe ich nicht genug, um dich zu unterrichten. Wenn du das lernen willst, dann geh zu Harad. Ja, der kann Waffen schmieden. Aber wenn du ein bisschen deine Muskeln trainieren willst, dabei kann ich dir helfen. Na, siehst du. Was willst du fürs Training haben? 50 Goldstücke und ich helfe dir dabei, stärker zu werden. Okay, 50 Gold zahlen oder muss ich bestimmt auch noch Lernpunkte zahlen, die ich nicht habe. Es fehlen natürlich wieder ein paar Sachen. Natürlich 5. Aha, das ist natürlich toll. 605 Punkte fehlen mir. Wo ist denn hier dieser Sägeheinz? Ach, das ist er hier. Gucken. Immer an den Häusern gucken, ob es da was gibt. Kann ja sein, dass irgendwas Lustiges in den Ecken versteckt wird. Und wenn ich jetzt hier reingehe. Achso, das ist ja der zauselige Ignaz. Hallo. Ah, du kommst mir gerade recht. Ich suche noch einen Assistenten für ein magisches Experiment. Du willst doch bestimmt der Wissenschaft einen Dienst erweisen. Immer langsam. Sag mir erstmal, worum es geht. Ich habe einen neuen Zauber entwickelt. Einen Zauber des Vergessens. Ich konnte bereits einige praktische Anwendungen durchführen, aber mir fehlt die Zeit für einen abschließenden Test. Ja, und ich soll das Vernunftskaninchen spielen oder was, oder wie? Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Ich kann dir das Brauen von Tränken beibringen. Ich kenne die Rezepte von Heilungs- und Mana-Essenzen und Geschwindigkeitstränken. Das ist ja natürlich unheimlich von Vorteil. Erzähl mir mehr über das Experiment und den Zauber. Der Zauber dient dazu, dass der Betroffene verschiedene Ereignisse wieder vergisst. Bisher konnte ich nur feststellen, dass er funktioniert, wenn der Betroffene verärgert ist, also wenn er gerade bestohlen oder niedergeschlagen wurde.
Auch wenn er eine solche Tat nur gesehen hat, wird er sie wieder vergessen. Heißt das, ich soll irgendjemanden niederschlagen und dann verzaubern? Das macht dann wohl nur Sinn, wenn derjenige nach der Schlägerei wirklich verärgert ist. Hier im Hafenviertel sind Schlägereien nichts Ungewöhnliches, also müsste ich mir schon woanders ein Opfer suchen. Ja, ich denke, du hast verstanden, worum es geht. Aber um jemanden zu verärgern, reicht es, wenn du ihn angreifst. Du musst ihn nicht niederschlagen. Bevorzugt dafür sind Leute, die alleine sind. Wenn noch weitere Personen anwesend sind, kriegst du nur Probleme mit Lord André. Und es macht wenig Sinn, den Zauber auf jemanden zu sprechen, der dich gerade angreift. Warte auf den richtigen Augenblick. Ah ja, übrigens die Stimme. Ich habe ja in meinen weiteren älteren Folgen gefragt, wer denn den Wirt spricht und wer den anderen Händler. Aber da habe ich noch keine Antworten bekommen. Okay, ich teste den Zauber. Dann nimm diese Spruchrolle und such dir ein geeignetes Versuchsobjekt. Wenn du die Sache erledigt hast, komm zurück und erzähle mir, wie es gelaufen ist. Oh Gott, soll ich auch noch hier? Konstantins Kräuterliste ist klar, Nachricht? Ach, Spruchrolle. Spruchrolle, wo ist sie denn? Aha, stopp. Spruchrolle vergessen, das ist die. Okay, dann ist das hier die Nummer 4. An wen soll ich denn das ausprobieren? Gucken? Naja, ich glaube, das wird nichts. Na warte, du dreckiger Dieb! War klar. Okay, dann gehen wir wieder raus. Gucken wir uns weiter um. Aber an wen soll ich den Vergessenszauber sprechen? Oh, guck mal, Bürgerin. Geht jetzt da rein. Wenn ich hier reingehe. Was suchst du hier? Geh. Genau. Kluges Kerlchen. Gleich angepumpt. Bürgerin. Das hab ich früher auch immer gesagt. Bürger. Wenn wir hier durch die Gassen gehen. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Ach ja, hier diese. Die Edda, die ist doch süß. Und wer ist er hier? Ein mampfender Bürger. Edda. Was kochst du da? Eine Fischsuppe. Sie ist nicht besonders würzig, aber wenigstens heiß. Du kannst gerne einen Teller probieren. Hey, danke. Hast du mir schon eine gegeben? Ja. Kannst du mir eine Suppe kochen? Ich koche für alle Leute. Auch für dich, wenn du willst. Du musst mir nur einen Fisch bringen. Okay. Fisch habe ich noch nicht. Vielleicht hängt hier einer. So. Kannst du mir eine Suppe kochen? Nichts leichter als das. Hier. Nimm einen Teller. Danke sehr. Na, fragen wir gleich mal über die Stadt. Was kannst du mir über die Stadt sagen? Die meisten Bürger der Stadt haben Angst vor Dieben. Deshalb ist es keine gute Idee, fremde Häuser zu betreten. Aber wenn du einen Platz zum Schlafen suchst, kannst du gerne in meiner Hütte schlafen. Ich habe noch ein Bett frei. Hast du keine Angst vor Dieben? Das einzig Wertvolle, was ich je besaß, ist mir schon genommen worden. Meine Innos-Statue wurde mir gestohlen. Oh. Das tut mir aber leid für dich, Edda, dass deine Innos-Statue gestohlen worden ist. Darf ich annehmen, dass das hier deine Hütte ist, Edda? Nein, wohl so. Gucken, was hier drin ist. Ja, genau, das ist sie. Bettchen. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Richtig. Verstehe ich nichts. Ich auch nicht. So, gehen wir mal weiter hier. Gucken wir nochmal hier in den Eckchen und Winkelchen. Oh, was ist das? Das ist doch schon lange bekannt. So, verschaffen wir uns mal einen Überblick auf die Hafenstadt. Sieht schön aus, ne? ich bin gespannt, ob auf den Dächern was liegt. Das hätte er auch selbst wissen können. So, Spider-Man! Okay, nee, liegt nichts. Liegt nichts. Spider-Man! Sorry, fällt mir gerade so ein. Die Szene von Spider-Man, der Spinnemann. So. Jetzt haben wir hier einen Fischhändler, glaube ich. Halt vor. Hey! Hey, brauchst du Fisch? Bei mir bekommst du Fisch ganz frisch aus den Tiefen des Meeres. Das ist wirklich nicht mein Problem. Hey, du. Ja, ich? Erinnert mich an Sesamstraße.
Zeig mir deine Fische. Okay, 12 Fische. Fischsuppe, Kochrezept meiner leckeren Fischsuppe. Und 4 Heringe. Wie teuer sind die? 60. Nee. Das ist mal wieder typisch. Kannst du was über die vermissten Leute erzählen? Vermisste Leute? Das ist ein Hafen hier, Kollege. Da passiert schon mal sowas. Die See ist tückisch. Da kommt schon mal der eine oder andere ums Leben. Damit die Mannschaft wieder komplett ist, heuert der Kapitän von einem großen Schiff in einer Hafenstadt wie Korinis wieder neue Seeleute an. Wenn er keine Freiwilligen findet, dann wird der eine oder andere auch mal mit Gewalt an Bord gebracht und ist dann einfach weg. Er hat auf die falschen Leute gehört. Aha. Vermisst du jemanden? Ich? Nein. Er vermisst keinen. Kennst du jemanden, der einen vermisst? Der vermisst wird. Kennst du jemanden, der vermisst wird? Keine Ahnung. Frag doch mal die Bootsbauer. Von selbst ist er da nicht drauf gekommen. Welches Schiff soll denn das gewesen sein? Gute Frage. In letzter Zeit kamen nicht so viele Schiffe nach Korinis. Das ist wahr. Okay, sehr tolle Information. Mal gucken, was wir im Log stehen haben. Ja, ganz viel. Moment mal, Joe. Argon, okay. Aufnahme bei der Miliz, Fälle für Bossbar, der Weg ins obere Viertel, alles klar, soweit. So gut. Ich werde mir was haben wir denn hier für People stehen? Ritter. Na, da gehe ich noch nicht hin. Guck mal hier. Bürgerin. Er sollte lieber den Mund. Das hier die rote Laterne? Burka. Die rote Laterne, richtig. Das ist ja schrecklich. Der Puff. Oh. Hey du, wo gehst du hin? Ganz egal, was du vorhast, dafür ist noch später Zeit. Du stehst hier vor der Perle Korinis, der roten Laterne. Das ist das verdammt nochmal schönste Bordell von ganz Myrtana. Seefahrer aus den entferntesten Ecken der Welt legen hier an, nur um ein paar Nächte in der roten Laterne zu verbringen. Und du hast jetzt die Chance, ja sogar die Ehre, eine Nacht mit Nadja, der leidenschaftlichsten Blüte der Götter, zu teilen. Komm rein! Und du wirst erleben, wovon andere nicht mal träumen können. Und es wird noch viel schlimmer. Ihr habt da noch nicht mal Kondome. Und es wird noch viel schlimmer. Ja. Soll ich mich denn noch alles kümmern? Schau mal, wie hier alles so ist. Ich werd verrückt. Was machst du denn hier? Laris, alter Gauner! Achtung, ich vermute, jetzt kommt natürlich der Nostalgiebonus. Hey Lars, alter Gauner, wie bist du hierher gekommen? Ich konnte gerade noch rechtzeitig aus dem Minental fliehen, zusammen mit Lee und ein paar anderen Jungs. Du kannst dich doch noch an Lee erinnern, oder? Natürlich kenne ich Lee noch. Ich bin damals mit ihm aus der Kolonie abgehauen, kurz nachdem die Barriere zerstört wurde. Er ist jetzt mit seinen Jungs auf dem Hof von Onar, dem Großbauern. Er hat einen Deal mit dem Bauern gemacht. Er und seine Jungs verteidigen den Hof und Onar füttert sich dafür durch. Ja. Ist doch nichts Neues. Nur ein bisschen Geplänkel. Erzähl mir mehr über Lee und seine Söldner. Was willst du wissen? Daran wird sich nie etwas ändern. Wie komme ich zum Hof des Großbauern? Es ist ganz einfach. Du gehst aus dem Osttor der Hafenstadt und dann immer auf dem Weg in Richtung Osten. Ich kann dich hinbringen, wenn du willst. Glaubst du wirklich daran? Aha. Das hätte ich dir vorher sagen können. Warum bist du nicht bei Lee und seinen Söldnern? Wenn er das nicht sieht, kann ich... Bin ich doch. Nur eben nicht auf dem Hof. Ich bin sozusagen unser Vorposten in der Stadt. Wir wollen ja schließlich nicht, dass das Schiff ohne uns abfährt. Von welchem Schiff hast du geredet? Es liegt am Hochseehafen, hinter den Felsen. Lee und ein paar von seinen Leuten wollen unbedingt hier weg. Aber das kann noch dauern. Warum? Das fragst du am besten Lee, wenn du ihn triffst. Er hat Pläne. Das sind doch alles nur Gerüchte. Und was ist mit Lester? Okay, für einige... Erzähl mir mehr über die Söldner. Also wenn du noch so ein harter Junge bist wie damals, solltest du mit ihnen keine Probleme haben. Die meisten von ihnen sind Raufbolde. Und wer sich nicht durchsetzen kann, kommt auch nicht weit. Wenn du zart beseitet bist, hast du keine Chance, bei ihnen zu landen. Ja, ich muss unbedingt mit den Paladinen reden. Was willst du denn von denen? Sie haben ein mächtiges Amulett, das Auge Innos. Ich muss es haben. Und du denkst, sie werden es dir geben? Du kommst ja nicht mal ins obere Viertel. Ich werde schon einen Weg finden.
Klar, wenn du dich bei den Bürgern einschmeicheln oder Laufbursche für die Miliz spielen willst. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ja. Man muss eben aufpassen. Weißt du, warum die Paladine hier sind? Das weiß keiner so genau. Viele denken, es wäre wegen der Orks. Aber ich denke, es gibt einen anderen Grund. Hat wahrscheinlich was mit der alten Strafkolonie zu tun. Glaubst du wirklich daran? Weißt du etwas über eine Diebesgilde in der Stadt? Du kannst Fragen stellen. Natürlich gibt es eine Diebesgilde hier, wie in jeder größeren Stadt. Und jeder kleine Taschendieb oder Hehler hängt wahrscheinlich irgendwie mit drin. Also, er kann uns also was er kann mit uns gehen. Fragen wir mal, was er mir beibringen kann. Kannst du mir was beibringen? Klar. Wenn du willst, helfe ich dir, geschickter und stärker zu werden. Okay, Laris ist für Geschick und Stärke zuständig. Weißt du, wo ich die Diebesgilde finden kann? Nichts gegen dich. Aber wenn ich es wüsste, würde ich es dir nicht sagen. Diese Leute reagieren für gewöhnlich sehr empfindlich auf sowas. Wenn du dich mit ihnen einlassen willst, wäre ich sehr vorsichtig. Gut. Ja, jetzt noch weiter zu suchen nach Bospas Bogen. Das kann ja sein. Nee, ich glaube nicht, weil die haben ja das ganze Hafenviertel umgekrempelt wegen Bospas Bogen. Das hätte ich dir vorher gesagt. Naja, okay, vielleicht sollte ich mal abspeichern. Ach ja. Das ist wirklich nicht schön am Hafen. Salzige Luft schnuppern. Was haben wir denn hier? Nur Bürger. Ich will an den einen vorbei hier. Das ist Mo da hinten, glaube ich. Ich gebe mir gleich einen auf die Fresse. So weiß ich das noch von früher. Jack. Hey, du. Ahoi, du Landratte. Bist wohl hier gestrandet, was? Siehst ein bisschen blass aus um die Nase. Mach dir nichts draus, mein Jong. Eine steife Brise vom Meer und das wird schon wieder. Genau nicht. Was machst du hier? Damals als junger Mann bin ich noch zur See gefahren und habe so manchen großen Sturm miterlebt. Vor vielen Jahren habe ich mich dann hier niedergelassen und war lange Zeit Leuchtturmwärter von Corinis. Keine aufregende Sache, wirklich nicht. Aber dieser alte Turm kam dem, was man zu Hause nennt, am nächsten. Bin schon ziemlich lange nicht mehr oben gewesen. Warum nicht? Seit diese Bengel in meinem Leuchtturm hausen, habe ich mich keine 20 Schritt mehr rangetraut. Ganz übles Pack. Das sind Verbrecher aus dem Minental, musst du wissen. Es gab diesen großen Knall jenseits der Berge und dann sind sie wie die Fliegen über das Land gekommen. Jetzt verkriechen sie sich überall, auch in meinem Turm. Ich glaube, die halten bestimmt nach einem Schiff Ausschau, das sie überfallen können. Na, sollen sie doch. Da werden sie wenigstens raus aus meinem Turm. Ja, das heißt also, dass ich bestimmt seinen Turm befreien soll. Bist du oft in der Stadt? Ich sag immer, eine Stadt ist nur so gut wie ihr Hafen. Der Hafen ist das Tor zur Welt. Da trifft sich alles und von dort geht alles aus. Wenn der Hafen vor die Hunde geht, wird der Rest der Stadt bald folgen. Das sind ja düstere Aussichten. Erzähl mir was über den Hafen. Der Hafen von Corinis ist nicht mehr das, was er mal war. Hier treibt sich nur noch Gesindel rum. Die Schiffe kommen nicht mehr und der Handel ist tot. Der Hafen, der ist kaputt. Was meinst du mit Gesindel? Sieh sie dir an, dieses faule Pack. Die meisten wissen gar nicht mehr, was Arbeit ist. Die saufen den ganzen Tag und verhuren ihre letzte Heuer. Ich sag dir, halt dich von denen fern. Danke für den Tipp. Wird sich das jemals ändern? Warum kommen keine Schiffe mehr? Alle sagen, wenn der Krieg vorbei ist, wird alles wieder wie früher. Das ist alles Schiet. Ich sag dir, ein Seemann, der merkt, wenn es mit der Stadt bergab geht. Ein Seemann hat sowas im Blut. Und ich sag dir, mit diesem Hafen ist nichts mehr los. Der hat ausgedient. Warum gehst du da nicht? Einen alten Seebär wie mich nimmt doch keiner mehr auf sein Schiff. Die meisten denken doch, dem alten Jack ist die Gicht in die morschen Knochen gefahren. Und? Haben Sie recht? Erzähl keinen Unsinn.
wenn ich erst wieder Planken unter den Füßen habe. Dann fühle ich mich wie ein junger Hüpfer. Das hätte ich dir vorher sagen können. Okay. Kommt mir vor, als wäre das die Stimme von Jan Fedder. Kann mir das einer bestätigen? Das hätte ich dir vorher sagen können. Ja, also über die Quest, den Turm zu befreien, kommt noch nichts. Mal gucken, wer hockt denn da lustig rum? Brahim. Was machst du hier? Mein Name ist Brahim. Ich zeichne und verkaufe Karten. Da du hier neu bist, kannst du vielleicht eine Karte der Stadt gebrauchen. Sie ist sehr günstig. Und bis du dich eingewöhnt hast, äußerst nützlich. Nein, die kenne ich in- und auswendig. Stimmt es, dass Bewohner der Stadt einfach verschwinden? Das habe ich auch gehört. Bin mir aber nicht sicher, ob das auch wirklich so ist. Sieh dich doch mal um. Ist dieses Loch hier denn etwa der Ort, wo du alt werden willst? Kein Wunder, dass sich die Leute aus dem Staub machen. Du hast das nicht gewusst. Zeig mir deine Karten. Wollen wir mal gucken, was er für Karten hat. Landkarte Corines. Ja, die könnte helfen. Und dann Stadtkarte Corines. Wie teuer ist die? 250 Jolt. Ach, ich wollte bei Matteo eine Lederrüstung kaufen. Fällt mir gerade ein. Komm später nochmal wieder. Dann habe ich sicher wieder etwas Neues für dich. Okay. So, ich soll dann so einen Schiffsbauer fragen. Das ist Jack? Ja, natürlich. Nee. Hier ist Garvel. Hey! Was machst du hier? Ich baue hier ein Schiff, denn ich will hier weg. Und zwar so schnell, wie es nur geht. Aber so, wie es momentan aussieht, wird das Schiff niemals fertig. Warum hast du es so eilig? Bald werden die Orks kommen und die Stadt niederbrennen. Wie kommst du darauf? Junge, hast du schon die Paladine bemerkt, die überall rumlaufen? Was glaubst du, warum die hier sind? Ich sage dir, die sind hier, weil die Orks bald angreifen. Und das wird nicht schön. Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, das kannst du. Finde heraus, was die Paladine vorhaben. Ich will wissen, warum sie hier sind. Und ich muss wissen, ob die Orks bald angreifen werden. Und wie weit sie von der Stadt entfernt sind. Es wurde nämlich schon einer von den Bastarden vor der Stadt gesehen. Bringe mir einfach alle Informationen, die du kriegen kannst. Ich muss wissen, wie viel Zeit mir noch bleibt, um das Boot fertig zu kriegen. Ach, er hat ja gleich Informationen. Das ist doch schön. Dann geben wir ihm mal. Ich habe Informationen über die Orks. Lass hören. Sie sitzen im Minental fest und dort werden sie wohl auch bleiben. Zur Sicherheit lassen die Paladine den Pass bewachen. Gut. Wenn du noch mehr herausfindest, lass es mich wissen. Was den Ork vor der Stadt angeht. Ja? Mach dir über ihn keine Gedanken. Die Stadtwache wird sich um ihn kümmern. Gut. Wenn du noch mehr herausfindest, lass es mich wissen. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Was ist denn so im Hafen los? Die Orks rücken uns auf den Pelz und du fragst nach dem Hafen? Ich wollte ja nur... Das größte Problem, das wir haben, ist, dass im Hafen nicht genug Schiffe liegen, um uns von hier zu verdrücken. Um ehrlich zu sein, liegt hier nur ein Schiff und das gehört den Paladinen. Die lassen uns bestimmt nicht damit abhauen. Gar nichts mehr. Warum wird dein Schiff nicht fertig? Ach, wir haben tausend Probleme. Der Rumpf ist noch nicht stabil und es fehlen noch viele Bretter. Aber ich habe kaum noch Gold, um neues Material zu kaufen. Und in der letzten Lieferung hatten sich Wanzen eingeschlichen. Meine Jungs arbeiten nicht produktiv. Der eine will vor allem ein schnelles Schiff, der andere macht sich Gedanken um eine Galionsfigur. Als ob wir nichts Wichtigeres zu tun hätten. Des Weiteren kommt einer meiner Leute einfach nicht mehr zur Arbeit. Ich kriege langsam Angst, dass der Bau sich deswegen noch weiter verzögert. Tja, da fehlt wohl die Motivation. Dir fehlt ein Arbeiter? Ja, sein Name ist Monty. Der Kerl hat sich einfach in Luft aufgelöst. Das faule Schwein macht sich scheinbar irgendwo bei den Bauern ein schönes Leben. Ich hätte ihn eben nicht im Voraus bezahlen sollen. Wann hast du Monty das letzte Mal gesehen? Er ist schon mindestens 2 Tage nicht mehr zur Arbeit erschienen. Es sind noch mehr Leute verschwunden, habe ich mir sagen lassen. Na, das sag ich doch. Da geht's schon los mit dem Übel. Der Fischer Farim hat mir auch schon sowas erzählt. Sein Kumpel William ist nicht mehr da. Da stecken doch bestimmt die Orks dahinter. Der mit seinen Orks. Wo finde ich diesen Farim? Er ist Fischer. Ich glaube, er hat seine Hütte in der Nähe des Proviantlagers der Paladine. Aber genau weiß ich das nicht. Okay, dann gucken wir mal.
Weiter. Wie heißt du denn? Arbeiter. Genau. Ja, ich finde leider nicht mehr, ne? Schauen wir mal, was hier so rumliegt. Oh, hier ist ja... Hier ist, glaube ich, ein Lagerhaus. Ach, da oben. Was ist das da? What is this? Ist das nur Text? Ne, das ist aber komische Textur. Wenn das eine ist. Ne, das ist keine Textur. Ja, mal gucken wir mal. Hier kommst du nicht hin. Hey, du hast hier nichts zu suchen, klar? Wer bist du? Das geht dich nichts an. Ich bin hier der Chef, okay? Der Chef? Von was? Von den Kisten? Hey, das Lagerhaus untersteht meiner Aufsicht, klar? Also verpiss dich, sonst schlage ich dir den Schädel ein. Leute, ich habe eine Idee. An ihm könnte ich doch den Vergessensspruch ausprobieren. Ich brauche ihn quasi nur nicht umnieten, sondern nur anhauen. Ich weiß ja nicht, wie kräftig hey, der ist. Hey, du bist ja immer noch hier. Hatte ich nicht gesagt, du sollst dich verpissen? Jetzt zeige ich dir, wer hier der Chef ist. Ja, dann komm mal. Oh, nee, das schaffe ich nicht. Hey, du bist ja immer noch hier. Ja, hatte ja. Hatte ich nicht gesagt, du sollst dich verpissen? Jetzt zeige ich dir, wer hier der Chef ist. Ich hau jetzt ganz schnell ab. Tschüss. Kommt er mir hinterher? Will ich nicht. Ja, renn so schnell du kannst. Okay, den habe ich schon mal verärgert. Dann werde ich doch mal... Ne, Feuerball, was war denn? Hatte ich ihn vergessen. Hier ist der Riesenspruch. Mal gucken. Ob das klappt. Jetzt geht's zur Sache. Ne, klappt nicht. Klappt nicht. Sonst hätte ich einen Quest-Eintrag. Sonst hätte ich nämlich einen Quest-Eintrag. Er bleibt da hängen. Ja, renn so schnell du kannst. Oh, da hinten ist er. Den kriege ich nicht weg. Vielleicht mit dem Pfeil? Nee, auch nicht. Vergessen geht nicht. Feuerball vielleicht. Mal gucken. Los! Visiere an! Hallo. Glaub's ja jetzt nicht, ne? Doch jetzt. Oh! Terminator. Danke für das Gold, du Held. So, jetzt habe ich eine Stelle gefunden, da ist er irgendwie im Laufloop. Kann ich ihn ja... So, jetzt haben wir ihn ein bisschen angegrillt. So, ein Blauflieder essen. So... Und nochmal angrillen? Oh! Oh, oh, oh. Wo ist er? Ich glaub, da unten, oder? Da ist er. So. Na, na? Versucht da hochzukommen. Hat er's? Ich hab keinen Bock. Spannend! Wo ist die Scheißwache? Bestimmt verpisst. Gucken, wie viele Feuerbälle habe ich denn noch? Gar keinen mehr. Dann muss ich einen Feuerfall nehmen. Und dann Laufflieder. Und speichern wir mal. Ein bisschen taktisch hier vorgehen. So, dann gucken wir mal. Es sei denn, er hat sich regeneriert. Oder er ist noch im Huntington-Modus.
Wo bist du denn? Wieder hier drin? Hallo. Wache. Okay, da hab ich jetzt mal Glück. Der ist nicht da. Die Truhe kann ich eh nicht knacken. Kriege ich das nie auf. Muss ich gucken, ob er irgendwann kommt. Oh oh. Und seine Blutspuren, oder waren das meine? Ich glaube, das waren meine. Okay, das sind ja alles nur Truhen, die ich nicht knacken kann. Bringt mir das nichts. Bringt mir Periode 0. Hier weiter unten. Aha. Ah, jetzt weiß ich, was das ist. Das sind diese komischen Spinnweben, die unten angegeben sind. Ein bisschen durchklicken. Durchklippen, meine ich. Ja, wir sind schon wieder so weit, dass ich leider, leider, leider sagen muss. Wir haben viel gesehen, aber nichts erreicht. Und, glaube ich, hier war mal so ein Trick. Nee, war hier nicht. Es gab, glaube ich, im Lagerhaus irgendeine Ecke. Da bist du plötzlich woanders rausgekommen. Das war mal so ein Fehler, so ein Urfehler von Gothic 2. Wer kann mir das bestätigen? War das im Lagerhaus? Irgendeine Ecke zwischen den Kisten. Okay, der Typi ist nicht mehr da. Ich habe ihn angegrillt und jetzt weiß ich nicht, wo er ist. Futsch ist er. Okay. Bis denne. Zum 9. Teil. Hoffe, dass ihr mir ein Dings gibt. Was ist denn das hier? Ach so. Oh, Lederbeutel. Das ist Gold. Ja, wie schon gesagt, ein Daumen. Und wir sehen uns wieder. Tschüss. Köln.